Sachsen-Anhalt lockert die Kontaktbeschränkungen. Von Montag an dürfen 5 Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt zusammenleben. Damit ist das von der Pandemie wenig betroffene Sachsen-Anhalt einer der Lockerungsvorreiter. Zudem muss es künftig keinen triftigen Grund mehr geben, um das Haus zu verlassen. Von Montag an dürfen außerdem alle Einzelhandelsgeschäfte, unabhängig von ihrer Größe, ihre Verkaufsfläche wieder öffnen. Sie müssen aber Auflagen einhalten. Auch Friseure, Massage, Fußpflegepraxen, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Fahrschulen dürfen öffnen. Vorgesehen ist auch, dass Kinderspielplätze ab dem 8. Mai unter bestimmten Bedingungen wieder genutzt werden können. Hintergrund der Lockerungen sind die vergleichsweise geringen Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt. Bislang ist der Erreger SARS-CoV-2 bei knapp 1600 Menschen nachgewiesen worden. Täglich kommen wenige hinzu.